Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem zweiten Teil meines Büchermonats, meines Lesemonats Oktober, der mit 16 Büchern doch ganz erfolgreich war. In der letzten Woche habe ich euch bereits den ersten Teil mit den ersten 8 Büchern vorgestellt. Ihr findet den Link des Videos unten in der Infobox und heute kommen dann sozusagen die weiteren 8 Bücher. Ich packe euch wieder Zeitstempel unten in die Infobox und auch die Links zu den Büchern, wenn ihr da weitere Informationen möchte, also schaut da super gerne mal vorbei, da kennzeichne ich auch, welches Buch ein Rezensionsexemplar war, wenn ich das irgendwie vielleicht im Erzählen auch mal vergesse, also da habt ihr alle Infos, schaut da super gerne vorbei. Ein wenig Statistik, ich habe 16 Bücher gelesen, es waren 8 haptische Bücher, 2 E-Books und 6 Hörbücher und ich hatte 7 Highlights und 2 Flops, also 2 abgebrochene Bücher. Insgesamt habe ich etwas um die 4800 Seiten gelesen, was im Durchschnitt so knapp 156 Seiten pro Tag sind. Ich hätte fast gedacht, es war ein bisschen mehr, weil ich doch im Urlaub auch ein bisschen mehr Zeit hatte, besonders die Flugzeiten sind bei mir auch ganz oft dann Lesezeit. Aber ich habe dann natürlich nach dem Urlaub so ein bisschen Urlaubs-Hangover gehabt und habe so ein bisschen länger gebraucht, bis ich in den Alltag zurückgefunden habe. Und da habe ich dann tatsächlich ein bisschen weniger gelesen. Ich habe mich aber gegen Ende tatsächlich sehr motiviert, noch zumindest ein Buch zu lesen. Es wurde dann auch ein Manga, damit ich ein Buch mehr gelesen habe, als eingezogen ist. Also es hat mich sehr, sehr motiviert, so nah an der Neuzugängezahl zu sein, dass ich am letzten Tag des Monats auch noch einen Manga ja, verschlungen habe und ja, der mir auch richtig gut gefallen hat. Und ich habe auch knapp 55 Stunden Hörzeit. Auch das liegt im relativ guten Rahmen. Hier habe ich auch wieder eher gemerkt, dass das Anfang des Monats ein bisschen mehr war, weil ich doch am Strand und auch im Flugzeug hier definitiv auch viel Spaß beim Hören hatte. Und ich dann, wie ich zu Hause war, ein bisschen Podcast-Zeit wieder gehabt habe, um das dann auch so ein bisschen aufzuholen. Von der Sternebewertung kommen wir auf glatte 4 Sterne. Was natürlich wirklich daran liegt, dass ich 7 Highlights hatte, aber auch 2 Abbruchbücher, aber sonst gefühlt auch, ich glaube, nur 4 und ich glaube, ein 3-Sterne-Buch dabei war und ja, ich da so tatsächlich auch das Gefühl habe, es war ein sehr guter Monat. Sowohl was so die Anzahl der Bücher angeht, die schon wirklich auch sehr hoch ist, was aber eben auch so das Gefühl von der Quantität angeht, wo ich sage, ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Und es war auch von den Genres alles bunt so ein bisschen dabei, also auch diese Statistik, die ich jeden Monat mitführe, wo ich dachte, okay, eigentlich gefühlt nichts, was nicht irgendwie dabei war, hat mir auch richtig gut gefallen. Und jetzt kommen die zweiten 8 Bücher ja, des Oktobers dran. Wie gesagt, wenn ihr den ersten Teil auch noch sehen wollt, ich habe euch das Video unten in der Infobox verlinkt, also schaut da super gerne vorbei, ja, wenn euch da auch noch die anderen 8 Bücher interessieren. Und jetzt viel Spaß mit ja, den letzten 8 Büchern des Oktobers. Mit dem nächsten Buch wurde es gemütlich, denn wir sind in Cozy Fantasy abgetaucht. Und zwar der Spellshop vom Zauber der kleinen Dinge von Sarah Beth Durst. Ein Buch, das ich schon im englischsprachigen Booktube gesehen habe, viele Leute geschwärmt haben und ich super happy war, als ich es gerade so auf die Wunschliste tun wollte, gesehen habe, ah, da kommt im September, August, September dann die deutsche Übersetzung und es dann natürlich, ja, sag ich jetzt mal, als deutsches Buch auf die Wunschliste geschafft hat. Und umso mehr hat es mich dann auch gefreut, als ich das Buch als Rezensionsexemplar, als Hörbuch erhalten habe und ich dem jetzt einfach so ein bisschen lauschen konnte. Gesprochen wird das Hörbuch von Melanie Fouché. Die Stimme gefiel mir richtig gut. Ich finde, sie hat wunderbare Tiefgründigkeit auch in Szenen gebracht, hat das toll vertont, hat den Charakteren auch wirklich so Leben eingehaucht, indem sie doch so ein bisschen stimmlich sich verändert hat. Ich finde, sie hat das richtig, richtig gut gemacht. Ja, wir treffen in der Geschichte auf Kila, die Bücher liebt und alles in ihrem Leben dreht sich auch um Bücher, ums Lesen, um Geschichten. Sie hat es nicht so mit Menschen und arbeitet dann auch in einer Bibliothek, in der größten Bibliothek der Hauptstadt des Landes, in Elysium. Und man merkt ihre Leidenschaft für die Bücher, für die Geschichten von der ersten Seite an. Die Stadt wird dann allerdings von Rebellen angegriffen und es soll auch die Bibliothek geplündert werden. Doch dann passiert es sogar, dass sie in Brand gesetzt wird und Kila kann gerade noch so entkommen. Zusammen mit einigen Büchern und auch ihrem Gehilfen Cass flüchtet sie sich auf eine kleine Insel und
Ja, kommt da ein bisschen verschüchtert und erschrocken an, greift sich aber dann doch so ein bisschen so, wir müssen jetzt hier wieder was schaffen, eröffnet ein kleines Marmeladengeschäft, in dem sie ja das ein oder andere Hausmittelchen anbietet und sie findet auch ja von der Insel die Bewohner sehr interessant, kommen mit denen ins Gespräch, die sind alle sehr hilfsbereit, doch es darf einfach niemand erfahren, dass sie ja diese Hausmittelchen mit Hilfe illegaler Magie erschaffen hat, denn Magie ist auf der Insel und in diesem Reich einfach verboten. Ihre Mitmenschen sind natürlich dankbar für das, was sie ihr anbieten, doch und bemühen sich auch sehr, Kila aus ihrem Schneckenhaus so ein bisschen herauszubekommen. Und ja, wir begleiten hier Kila auf ihren Weg so ein bisschen vom Schneckenhaus in Freundschaften und machen das in ganz gemütlicher Art und Weise. Die Welt hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, die Autorin hat es richtig gut geschafft, dass es bunt war, lebendig war, dass es vielschichtig war, dass es sich wirklich echt angefühlt hat, dass wirklich ein Film abgelaufen ist. Ich fand es auch atmosphärisch sehr, sehr, sehr gelungen. Man spürt die Magie, man versteht, wie das funktioniert. Man versteht auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen der Stadt und dann eben auch der Insel, welche Veränderungen es in der Gesellschaft gibt, bei den Bewohnern, bei Kila, was da eben so die feinen Unterschiede sind, warum vielleicht auch Veränderungen in der Welt gerade so greifbar sind und auch passiert. Ich finde auch, dass die Geschichte langsam erzählt wird. Das ist ja sehr häufig bei Cozy Fantasy so, was natürlich zum Entspannen einlädt, zum Wohlfühlen einlädt. Man wirklich merkt, wie man so runterkommt, wie jegliche Anspannung ja, im Grunde im Körper sich loslässt. Und das hat mir schon gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, blieb doch manchmal die Spannung auf der Strecke. Das fand ich echt schade, weil ich an manchen Stellen vielleicht doch gerne so ein bisschen schneller vorangekommen wäre oder anders oder dichter vorangekommen wäre. Vielleicht nicht schneller, sondern dichter, weil es dann doch manchmal sehr langsam nur vorangegangen ist. Und das natürlich schon für das Worldbuilding und auch für die Charaktere gut ist. Aber der Spannungsbogen, gerade beim Hören, wenn man dann merkt, man schweift so ein bisschen ab, dann weiß man schon, ach, hier irgendwie fehlt so ein bisschen was. Aber ich glaube schon, dass für Anfänger in der Fantasy, die da vielleicht so in eine neue Welt eintauchen, es natürlich gut ist, wenn es viele Infos gibt, wenn sie wirklich alles irgendwie greifen können, wenn sie Zeit haben, das zu verarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich für Anfänger im Fantasy-Bereich in diesen cozy Fantasy-Geschichten, die gemütlich und langsam sind, glaube ich, tatsächlich besser ist, als wenn sie in so eine direkte High-Fantasy geschmissen werden, wo alles komplexer ist, Intrigen sind, wer kennt wem, wer ist mit wem verwandt und was hat es auf sich, wie viele Seiten gibt es und ich glaube, dass da so ein cozy Einstieg tatsächlich am besten ist. Kiella fand ich wirklich wahnsinnig sympathisch. Ich fand ihre bunten Haare cool, die Farbe ihrer Haut war spannend, es war alles gut beschrieben, man konnte sie sich vorstellen, sie ist wirklich vor einem förmlich rumgesprungen. Ich mochte ihre Charakterentwicklung, diese von der Einsamkeit und die Gründe dafür zu Freundschaften, zu anderen Menschen, zum offener werden, das finde ich, hat sich wirklich wahnsinnig realistisch angefühlt. Es war nachvollziehbar. Auch alle anderen Charaktere sind bunt, sind verschieden und es wirkte aber ganz normal, wie alle miteinander umgegangen sind. Und das fand ich so schön, dass da nicht irgendwas hervorgehoben wurde, sondern man einfach war und auch sein durfte. Und das hat mir hier wahnsinnig gut gefallen. Die Nebencharaktere, ich muss sagen, vor allem Cass hat es mir sehr angetan, fand ich auch sehr gut gezeichnet, gut dargestellt, wie sie in die Geschichten eingebaut wurden, wie man Dinge über sie erfahren hat. Und ich konnte mir so diese Gruppe, die sich dann gebildet hat, wirklich auch richtig gut vorstellen. Und das machte für mich auch die Einwohner und diese Insel, also diese Städtchen, auch wirklich sehr lebendig. Es hätte für mich wahrscheinlich als Fazit doch ein bisschen schneller, dichter erzählt werden können, damit ich nicht gerade so im Mittelteil öfter mal abschweife. Aber am Ende muss ich echt sagen, hat es mir gut gefallen. Das Ende war dann vielleicht ein bisschen zu dramalastig, das hätte es für mich auch nicht so gebracht. Braucht. Aber alles in allem würde ich sagen, eine tolle, cozy Fantasy-Geschichte, gemütlich, entspannend. Und wenn man vielleicht mit Fantasy starten möchte, ist so eine cozy Geschichte, denke ich, definitiv der beste Einstieg, um hier einzutauchen. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Vielleicht nicht so das Highlight schlechthin, wie ich es vielleicht erwartet habe, aber definitiv wirklich eine wunderbare Geschichte, die Spaß gemacht hat und die mich einfach entspannt hat und in diese wunderbare, magische Welt mitgenommen hat. Bei der nächsten Geschichte war ich überrascht, wie sehr sie mich doch begeistert hat, und zwar Bell Book University von Penny Juniper. Der erste Teil ist Ginger and Beastly. Beastly, glaube ich, hieß es, oder Beastly, ja. Und es ist der Auftakt einer Trilogie. Die Geschichte spielt auf einem College und wir treffen in allen drei Teilen eben verschiedene Mitbewohner innerhalb dieser
Mädels-WG sozusagen, die hier in dem Fokus steht. Der zweite Teil, da dreht es sich um die Mitbewohnerin Honey. Und ich kann so viel die Neuzugänge spoilern, beziehungsweise habt ihr schon gesehen, ist ja auch der zweite Teil sogar schon eingezogen. Und der dritte Teil kommt dann im Januar. Mich hatte das Cover tatsächlich gekriegt. Also die Farben, die Darstellungen der Charaktere, die Schrift, ich fand das richtig cool und dachte schon, ach bitte nicht irgendwie zu viel New Adult Drama und ihr hattet es ja im Büchermonat dann auch schon gesehen, dass ich ja auch ein New Adult Buch abgebrochen habe und hier muss ich sagen, hier sind wir fast einem Highlight nahe gekommen. Ja, man mag es gar nicht glauben. Die Hexe Ginger möchte unbedingt in die Studentenverbindung der Aurora Star aufgenommen werden. Also wir haben hier eine gemischte Welt, wo es ganz verschiedene Wesen gibt und Ginger eben als Hexe unterwegs ist. Bereits ihre Mutter und auch ihre Großmutter waren in dieser Studentenverbindung und eigentlich wird es von ihr förmlich erwartet, dass sie da eintritt, dass sie da die Führerin ist und dass sie danach dann auch in den Hexenzirkel kommt. Doch sie hat vor knapp einem Jahr fast einen Großbrand aufgelöst und seitdem sind einige Verbindungsmitglieder doch sehr böse auf sie. Ginger ist eine Feuermagierin und egal was sie anfasst, sobald sie irgendwie die Kontrolle verliert, pökelt sie auch mal irgendwas an. Sie verbrennt sich aus durchaus selbst oder auch ihren Ex-Freund, den sie bei leidenschaftlichen Küssen so ein bisschen in Brand gesetzt hat. Das fand ich tatsächlich sehr lustig. Ist natürlich in vielen Situationen sehr, sehr schwierig. Eher zufällig trifft sie auf den Halbdämon Colin, der sie nach einer Party nach Hause fährt. So ein paar Leute bekommen das mit und streuen dann eben das Gerücht, dass die beiden ein Paar sind. Und Ginger möchte das so ein bisschen ausnutzen, um beliebter zu werden, um Ballkönigin zu werden und eben dann in die Studentenverbindung zu kommen. Und so spielen beide das Spiel im Grunde unter Bedingungen, unter Regeln auch mit. Colin hat so das ein oder andere Päckchen zu tragen und ist ganz froh über eine für sich positive Entwicklung, die er gerade seinem Vater verkaufen kann. Und ja, auf einmal ist Ginger wahnsinnig beliebt und die Fake-Beziehung nimmt so ihren Lauf. Es gibt Regeln, die festgelegt sind, doch die beiden Mitbewohnerinnen sind ein bisschen kritisch. Sie sind natürlich eingeweiht und wissen, Ginger muss auf ihr Herz aufpassen. Und ich muss sagen, für mich war es wirklich fast schon ein Highlight. Es war eine wahnsinnig überraschend gelungene Geschichte. Und wenn man mich jetzt fragen würde, was so der Unterschied zu der Geschichte Today I'll Talk to Him war, ist, dass sich hier Ginger einfach erwachsener benommen hat. Ich kann es nicht anders sagen. Ich konnte ihr viel mehr folgen. Sie war mir sofort sympathisch. Ich fand sie total liebenswert. Ich fand es wahnsinnig locker erzählt, es war leicht, es modern, es ist viel passiert, es ist schnell erzählt worden. Ich fand es toll, wie sie ihre eigenen Tropes aufs Korn genommen hat. Also wenn die beiden Gespräche geführt haben über ihre Fake-Beziehung, dass sie mit sich umgeworfen hat, welche Klischees es im Rom-Com gibt und in Liebesgeschichten und dass ihnen das am besten eben einfach nicht passiert. Es war genau mein Humor und ich glaube, das hat auch den großen Unterschied gemacht. Ich bin so förmlich durch die Seiten geflogen und habe wirklich viel geschmunzelt, auch immer mal gelacht. Ich finde, es hat total meinen Geschmack in Humor, in der Liebesgeschichte und von den Charakteren getroffen. Es war nicht zu kitschig, es war einfach wunderbarst romantisch an mancher Stelle, es war einfach meins. Ich mochte sogar die Spicy-Szenen, die durchaus sehr spicy waren, aber auch hier hatte ich das Gefühl, dass ich nicht selbst so ernst genommen wurde und ich es deswegen wirklich sehr gerne gelesen habe, da so ein bisschen auch einfach mitgefühlt habe, emotional mit dabei war und ich fand auch einfach Colin als männlichen Part dieser Geschichte und Beziehung richtig, richtig toll. Beide Perspektiven werden sehr gut erzählt, vielleicht nicht unterschiedlich genug, aber man hat schon oft wörtlich verstanden, okay, wir sind jetzt Colin und wir sind jetzt Ginger. Da bin ich ja, glaube ich, einfach so ein bisschen tricky, was das angeht. Ich habe halt schon gerne verschiedene Arten des Ausdruckes, wenn eben zwei Perspektiven beschrieben werden. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch so mein Kritikpunkt. Was mich ein bisschen gestresst hat, war diese Social-Media-Sucht von Ginger. Also dieses auf TikTok-Hype und Instagram und dann müssen wir hier ein Selfie machen und da ein Reel hochladen und hast du schon dran gedacht, das zu filmen? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bekomme Puls. Aber ja, es hat einfach natürlich zur Geschichte von Ginger gepasst, dass sie diesen Erfolg braucht, um eben irgendwann in diese Studentenverbindung zu kommen. Aber bei mir hat es so ein bisschen Anspannung aufgelöst, muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Was mir ein bisschen gefehlt hat und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich dann doch nicht ganz die Zielgruppe bin, es sind so ein bisschen Hintergrundinfos zu dieser Welt. Also wir werden so reingeworfen und wir erfahren irgendwie, okay, hier gibt es verschiedene Wesen. Man weiß noch nicht so richtig, was ist der Halbdämon eigentlich bei Colin?
die Hexe, wie läuft das ab? Sind die einfach wirklich bunt gemischt? Was gibt es noch? Also so ein bisschen was hat man erfahren, aber so dieses Komplexe an der Welt oder der Schule, das hat mir ein bisschen gefehlt. Also da hätte ich gerne mehr Hintergrundinfos gehabt, aber vielleicht ist das auch einfach gar nicht wichtig für die Geschichte. Die Charaktere habe ich sehr ins Herz geschlossen. Also sowohl Ginger als auch Colin als auch die anderen beiden Mitbewohnerinnen, die wir ja dann noch kennenlernen. Ich fand es einfach toll. Ich mochte, dass Ginger erwachsen ist, dass sie einen, dass sie einfach Startschwierigkeiten hatte, dass sie noch hinter ihrem Ex-Freund so ein bisschen herweint, dass sie da Dinge erfährt, die einfach nicht schön sind, dass sie sich dann doch so öffnet Colin gegenüber, dass sie auch einfach miteinander kommunizieren. Nicht immer gleich, wenn das Problem auftritt, aber es hat gefühlt immer nicht sehr lange gedauert. Ich dachte, ja, endlich sprechen mal Leute miteinander in solchen Geschichten. Das hat mir echt gefallen. Auch die Nebencharaktere haben mir sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich jetzt einfach auf den zweiten Band, wo es um die Mitbewohnerin Honey geht und man ahnt schon, in welche Richtung es jetzt geht. Es wurde so ein bisschen angedeutet und ich freue mich da einfach dann auch aufs Weiterlesen und muss echt sagen, also fast ein Highlight, hat mir wahnsinnig gut gefallen und deswegen denke ich auch immer, man kann nicht von Grund auf sagen, New Adult ist nicht komplett das Genre, irgendwie nicht meins, sondern ich glaube, es kommt wirklich auch darauf an, wie die Geschichte erzählt wird und wo der Fokus drauf gelegt wird und wie auch einfach die Charaktere mit ausgearbeitet werden. Von daher wirklich große Empfehlung, hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Weiter geht es mit diesem wunderschönsten Buch, Meet Me in Autumn von Laurie Gilmore, mit diesem wunderschönen Buchschnitt. Und wer sich jetzt fragt, oh Steffi, da ist ja noch ein Lesezeichen drin, du bist ja noch gar nicht fertig. Ja, tatsächlich, denn ich habe das Buch nach knapp 100 Seiten abgebrochen. Ich habe das Buch ja im letzten Jahr im Original gelesen und fand es da ganz gut. Hatte natürlich schon so ein paar Schwächen auf dem Schirm. Es hat mich aber gut unterhalten und ich mochte auch die Charaktere so ganz gerne. Ich habe mich mega gefreut, als mir das Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Im Englischen ist es eine fünfteilige Reihe bisher. Teil 2 wird auch im Deutschen nächstes Jahr im Juni oder Juli auch schon übersetzt. Und über die Cover, glaube ich, gibt es aktuell so ein paar Diskussionen. Viele finden das Originalcover schöner. Ich muss sagen, ich mag beide Cover gerne. Kann aber schon verstehen, dass man das Pumpkin Spice Café, was sonst eben auf dem Cover im Original ist, einfach ansprechender findet. Aber ich finde, beide strahlen einfach etwas anderes aus. Und ich finde, dass tatsächlich das deutsche Cover mehr zur Story passt, als es das Pumpkin Spice Café tut. Denn darum dreht es sich eben nur bedingt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir treffen hier auf Jeannie, die von ihrer Tante das Pumpkin Spice Kaffee geschenkt bekommt und sie dann eben in die Kleinstadt Dream Harbor umzieht, dort einen Neuanfang starten möchte und kaum angekommen, trifft sie eben auf Logan. Der ist ein Farmer, relativ in sich gekehrt, ein bisschen ruhiger, mag auch nicht so von dem Klatsch und Tratsch der Stadt wissen. Doch, ja, die Ankunft von Jeannie bringt ihn so ein bisschen aus dem Alltag, aus dem Konzept. Beide fühlen sich direkt angezogen und dann werden Probleme geschaffen, die eigentlich keine sind. Ja, auch andere Stadtbewohner lernen wir so zu teilen kennen. Ich muss sagen, ich habe nach 30% knapp aufgehört. Also es sind, glaube ich, wirklich ein bisschen was um die 300 Seiten. Ja, sogar glatt 300 Seiten. Ich habe es im Deutschen nicht geschafft, es durchzustehen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, der Unterschied ist, dass ich im Deutschen schneller die Schwächen der Geschichte gemerkt habe, als es mir im Englischen aufgefallen ist. Ich glaube, im Englischen schiebe ich manches, was ich dem Schreibstil zuordnen würde, einfach auf mich selbst und denke, das ist vielleicht einfach so, vielleicht verstehst du das nicht richtig, vielleicht ist man da auch vom Gefühl ein bisschen tiefer in der Geschichte drin, weil es eben eine Fremdsprache ist. Ich fand es wahnsinnig flach. Also das war vom Schreibstil her, man hatte wirklich das Gefühl, das ist irgendwie, also wirklich, es ist natürlich ein Debüt vermutlich von dem Pseudonym Laurie Gilmore, aber ich fand es einfach vom Stil her, also ja, ich finde es immer so schwierig, weil ich es persönlich wahrscheinlich auch nicht besser kann, aber wahrscheinlich würde meine Geschichte auch nicht verlegt werden. Ich fand den Stil flach, ich fand ihn zu einfach, ich fand diese ständigen Wiederholungen, also es wurde einem im Grunde dreimal etwas erzählt, bis dann irgendwann mal was Neues geschah, wo ich dachte, das ist mir im Englischen nicht so aufgefallen, vermutlich weil ich dankbar war für die Wiederholung, aber ich finde, das kann man einfach besser und das kann man flüssiger lösen und nicht so ein bisschen stockend und auch diese fehlende Kommunikation, es hat mich rasend gemacht, wo ich dachte, es gibt eigentlich gar kein Problem bei euch beiden. Warum schafft ihr euch eigentlich eins? Und ich verstand es einfach nicht. Ich wusste auch nicht, warum Jeannie
Und ich weiß, dass ich das im Englischen auch schon kritisiert habe, warum Jeannie überhaupt einen Neuanfang möchte. Man hat keine Hintergrundinformation, warum, man weiß nicht so richtig, warum die Tante ihr das Café ohne irgendeine Übergabe sozusagen schenkt, ohne dass sie weiß, was sie tun soll. Und ich muss sagen, mir hat es beim zweiten Mal gefühlt einfach noch weniger gefallen, als beim ersten. Also das erste im Englischen war, wie gesagt, okay. Ich glaube, ich habe irgendwas zwischen 3 und 4 Sterne gegeben. Ich fand auch das Herbstthema nur so bedingt vorhanden. Also dass da wirklich groß Herbst draufsteht, war hier immer mal nur eingeworfen. Das ist etwas, ja. Und ich glaube, mir fehlt einfach diese Details zur Tiefgründigkeit, was besonders natürlich bei den Gilmore Girls in der Serie definitiv vorhanden war. Also wir haben da Charaktere in der tiefgründigkeitsten möglichen kennengelernt. Und wenn man schon so plakativ eigentlich damit wirbt, hätte ich das hier auch erwartet. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich weiterlese, ob ich mit der englischen Reihe vielleicht weitermache oder auf den deutschen Band warte. Ich glaube, ich werde hier tatsächlich warten, was so die Stimmen zum deutschen Band sagen werden. Ha, für mich war es nichts. Also es war leider zu einfach, zu platt, zu flach, zu unkommunikativ. Echt schade, weil per se wäre es echt so ein schönes Buch, das so ins Regal zu stellen. Aber da freut sich, denke ich, jetzt eine liebe Freundin von mir drauf und ja, wird das dann lesen und wahrscheinlich mehr ihren Spaß haben als ich. Weiter ging es im Hörbuch mit einem zweiten Teil, und zwar dem zweiten Teil der Andorinsaga von Mira Valentin mit Blütenwispern. Ja, ich habe jetzt ein ganzes Weilchen darauf gewartet, dass es endlich das Hörbuch gibt, und ich mochte den ersten Teil Gottesflüstern richtig gerne, habe ich im Mai gehört, nach der Buchmesse. Gesprochen wird es wieder mal von Robert Frank, und ich muss zu ihm nichts mehr sagen. Er ist die Stimme schlechthin und ich liebe es, wie er Fantasy vertont. Es wird auch noch einen zweiten und nein, dritten und vierten Teil geben. Das ist auf Amazon zumindest so angekündigt. Ich weiß auch, dass Mira Valentin, also das habe ich ihrer Instagram-Seite entnommen, den dritten Teil schon fertig hat, und ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Es ist natürlich schwierig, über einen zweiten Teil zu sprechen. Dementsprechend kann ich vielleicht ein bisschen was vom ersten Teil wiedergeben, denn wir treffen im ersten Teil auf Narsian, Kia und auch Yuma, die wir kennengelernt haben, in einer Welt, also in Andorin, wo die Gottheit schon länger geschwiegen hat. Und dann kommt eben ein Stern und bringt etwas mit sich, und Propheten versuchen es zu übersetzen. Natürlich nimmt jeder Prophet so ein bisschen was anderes aus dieser Übersetzung mit, und es gibt dann verschiedene Vorhersagen, was getan werden muss. Und die drei treffen dann eher unglücklicherweise zusammen, müssen dann eben gemeinsam einen Weg gehen, um ja gegen das Böse, gegen Bestien zu kämpfen, und alle drei haben ganz unterschiedliche Herkünfte und ja, wissen gar nicht so richtig erstmal was vom anderen und erfahren das dann innerhalb ihres Abenteuers. Und Band 2 erzählt die Geschichte dann ziemlich nahtlos weiter. Wir haben die drei eben schon lange begleitet, wir wissen jetzt sehr viel über sie, und ich möchte aber gar nicht spoilern, weil das einfach gemein wäre. Wer High Fantasy sucht, ist bei Mira Valentin absolut richtig. Ich liebte den zweiten Teil. Ich fand den ersten Teil schon großartig, und jetzt sind wir im zweiten Teil noch spannender eingetaucht. Es war packender, es war bildhaft, es war eine tolle Charakterentwicklung, die es für unsere drei bekannten Charaktere und auch anderen Charakteren, die jetzt so ein bisschen neu dazugekommen sind, gegeben hat. Ich mag den Schreibstil von Mira Valentin. Ich mag ihren Blick auf die Welt. Ich finde es toll, welche Details sie wahrnimmt, welche sie weitergibt, wie ja, sie auch angeknüpft hat an den ersten Band. Also es hat vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, bis ich in dieser Welt wieder drin war, und ich war sofort wieder drin. Der Film ist direkt abgelaufen, was eben beim Hören für mich immer sehr, sehr gut klappt. Ich mag es, wie sie uns die Charaktere nochmal so ein bisschen näher bringt, wie sie die Welt beschreibt, wie sie weitergeht, wie sie uns einfach mitnimmt in ihre Welt. Ich mag den Humor. Ich mag ja etwas schwarzeren, dunkleren Humor sehr gerne, und ich finde, den hat Mira Valentin auf jeden Fall auch auf den Punkt getroffen. Ich hatte richtig Spaß beim Hören, wenn dann eben mal diese Humoreinschübe waren. Ich war wirklich angespannt, weil ich es gar nicht ausgehalten habe, wie es endlich weitergeht. Ich habe wirklich morgens es verflucht, dass ich mich irgendwann im Homeoffice anmelden musste und das Hörbuch beiseite legen musste, und habe mich dann am Feierabend gefreut, wenn es weitergeht. Ich finde es toll, wie Mira Valentin tiefgründig ihre
Geschichte erzählt, die Charaktere entwickeln lässt. Ich finde, man spürt hier auch wieder gut diesen asiatischen Einfluss der Welt und ich bin nach wie vor beeindruckt von der eigens erfundenen, geschaffenen Sprache von Mira Valentin. Also das ist wirklich was, wo ich denke, also wenn sich jemand auch noch eine eigene Sprache ausdenkt, wirklich Chapeau, Hut ab, das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Die Charaktere fand ich einfach wieder großartig. Ich habe sie ja alle im ersten Teil schon ins Herz geschlossen und habe mitgefiebert und bin mitgegangen und das hat sich hier im Grunde weitergeführt. Es gibt so eine ganz zarte, weiche, leise Romanze, die ich wunderbarst perfekt fand. Und nein, es ist keine Romantasy, da kann ich alle, die das nicht so gerne lesen, wo ich mich ja oftmals auch dazu zähle, das ist wirklich ganz fein eingewoben und dient auch wirklich so ein bisschen der Charakterentwicklung und diesem Weg des gemeinsamen Gehens und das fand ich richtig schön. Und auch die neuen Charaktere, die dazu kamen, also Mira Valentin schafft es wirklich immer, mich zu packen, zu fesseln und mit großem Spaß habe ich dieses Hörbuch gehört und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf den dritten Teil und vielleicht kriegen wir ja sogar nächstes Jahr beide Teile und ja, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ein tolles Hörbuch, auch ein tolles Buch, auch optisch vom Cover, wunderschön. Und wie gesagt, wer gerne hört, wer sich Geschichten vorlesen lässt, Robert Frank liest einfach, ich finde, perfekt. Da gibt es nichts, was ich meckern könnte. Ich mag diese tiefe, dunkle Stimme und gleichzeitig eben auch, wenn er jetzt diese Fremdsprache spricht oder wenn wir hier den sehr langsamen Charakter des des Faultiers haben. Also ich liebe es. Also ich könnte da stundenlang zuhören und merke, dass ich fast ein bisschen auf Entzug war, weil ich schon länger jetzt kein Hörbuch von Robert Frank gehört habe. Dementsprechend, Entzugserscheinungen vorgebeugt. Große Empfehlung, wer High Fantasy gerne liest, der wird diese Reihe auf jeden Fall lieben. Von mir wurde der neue Sebastian Fitzek gelesen, das Kalendermädchen. Und hier kann ich schon mal sagen, ich habe dazu einen Lesevlog gedreht und habe den auch schon online gestellt. Der ist jetzt vor den Büchermonaten online gekommen. Ich packe euch den Link auch hierzu in die Infobox. Wenn ihr hier eine ausführliche Meinung wollt, schaut also lieber in den Vlog. Hier werde ich nur ganz kurz ein bisschen was erzählen. Es ist seit langer Zeit mal wieder ein Fitzek, den ich gelesen habe. Ich fand das Cover irgendwie cool. Ich fand den Klappentext spannend. Ich fand es auch spannend, dass es hier bei mir in der Nähe sozusagen spielt. Zumindest alles, was das Kalendermädchen im Frankenwald angeht, was von mir nicht so weit weg ist. Und ich muss schon sagen, das Marketing hat diesmal bei mir wieder sehr gut funktioniert und auch, dass der Klappentext nicht ganz so abstrus und brutal geklungen hat. Ja, wir begleiten in erster Linie Olivia Rauch, die eine sehr kranke Adoptivtochter hat, die einen Blutmarkspender sucht und jetzt eben auf der Suche ist nach den leiblichen Eltern, um eben hier eine Spende zu finden. Und sie versucht eben hinter diese Eltern zu kommen, allerdings gibt es einen Vermerk in der Adoptionsakte, die streng vertraulich ist, wo keiner rankommt, dass eben Todesgefahr droht, wenn eben die Eltern ermittelt werden, gesucht werden oder gar gefunden werden. Auch begleiten wir in der Vergangenheit Valentina, die zusammen mit ihrem Freund in einem Art Heim-Internat lebt und während der Dezemberferien von der Heimleitung und deren rechten Hand so ein bisschen sadistisch gequält wird und auch dann später zwischen der damaligen Vergangenheit und der jetzigen Gegenwart dann Rache nehmen möchte und dann eben die Geschichte so ein bisschen im Frankenwald spielt, eben bei diesem Kalendermädchen, bei dem es sich um eine Legende handelt. Denn im Frankenwald waren eben lebendige Adventskalender einmal Tradition, wo man in sein Haus eine Kerze gestellt hat und an diesem Tag hat man eben alle Menschen willkommen geheißen, die einen besucht haben. Man hat ein bisschen Glühwein getrunken, Plätzchen gebacken und ich weiß, dass es diese Tradition tatsächlich in dieser Region gegeben hat und fand daher eben auch diesen Gedanken spannend, dass wir hier die Legende des Kalendermädchens, bei der dann eben etwas ganz Schlimmes passiert ist, als sie diese Kerze im Fenster hatte, fand ich das tatsächlich super spannend, wie wir jetzt eben mit Olivia Rauch und auch mit Valentina in die Vergangenheit gehen, aber gleichzeitig natürlich auch in der Gegenwart unterwegs sind. Und wie diese Geschichten zusammenpassen, das müssen wir eben selbst lesen.
Ja, für mich war das Buch okay. Es war anfangs wahnsinnig wirr, der Mittelteil war ganz spannend gemacht und hatte auch tatsächlich Sogwirkung und eine sehr atmosphärische Stimmung. Das Ende war für mich mit so vielen Zufällen und Unlogikkeiten für mich selbst, wie sich Charaktere verhalten haben, einfach nur sehr merkwürdig. Der Stil von Fitzek ist locker, er ist leicht, er ist manchmal fast schon zu banal, also es braucht nicht viel, um, wenn man da dann mal so ein bisschen in den einzelnen Storys drin bin, zu folgen. Was mich tatsächlich einfach verwirrt hat, ist, welche Zeitebene bin ich, wer bin ich und wann bin ich? Und das hat mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen gestört. Vielleicht war es dann doch nicht ganz so banal, aber ich glaube eher, dass er das einfach zu schlecht beschrieben hat, als dass ich da als Leser so ein bisschen auch gleich mitgekommen wäre. Der Stil war tatsächlich anders als so die Fitzeks, die ich in Erinnerung hatte. Ich fand, dass die Cliffhanger nicht ganz so spannend waren, wie man das sonst oft kennt. Und ja, ich war einfach beim Ende, war ich irgendwie raus. Also ich habe mir wahnsinnig oft die Augen gerollt. Fängt an von, welche Frau hat, wenn sie in eine Ferienwohnung fährt, ein Pfefferspray und eine Taucherbrille dabei. Dann frage ich mich, warum sollte sich Polizei so hinters Licht führen lassen? Es geht weiter, warum sich der Ex-Mann von Olivia so verhält, wie er das tut. Da habe ich echt gedacht, ob es jetzt allen hier einfach zu gut geht. Es waren einfach zu viele Zufälle. Es gab so ein Thema mit einem Charakter, was mir gar nicht gefallen hat. Also der Assistenz, der Heimleitung, wo ich dachte, du machst mir hier als Leser etwas vor, was im Buch überhaupt kein Thema ist, weil im Buch alle Bescheid wissen, aus ganz besonderen Gründen und ich nicht. Und ich habe mich wirklich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt. Ich habe mich wirklich eher, ich habe das Gefühl gehabt, dass Fitzek denkt, naja, die Leser, die stört das nicht. Ich fand es unmöglich. Also ich muss sagen, so möchte ich von einem Autor nicht behandelt werden als Leser. Es hat mich wirklich geärgert. Und ich glaube, das hat bei mir dann dazu geführt, dass das Ende so auch schlecht bei mir angekommen ist. Ja, es war ein okayes Buch. Ich habe es aktuell verliehen. Also deswegen zeige ich euch jetzt auch nur das Bild, weil es hier im Freundeskreis gerade so seine kleine Runde macht. Eine liebe Freundin von mir liest das gerade. Und dann mal gucken, was mit dem Buch passiert. Bei mir wird es auf jeden Fall nicht bleiben. Es war weit von einem Highlight und ich habe mir ja vorgenommen, nur noch wirklich Highlights im Regal zu haben und dementsprechend wird es dann wahrscheinlich einfach weiterziehen. Das nächste Buch ist ein Gewinn, der bei mir eingezogen ist. Ich glaube schon im Juli oder August. Ich habe das beim BookTube Sommercamp gewonnen. Der letzte Herr des Waldes von Thomas Fischermann, der uns die Geschichte von Madarjewu Tenharim erzählt. Ja, Fischermann hat das Buch geschrieben, erzählt im Grunde die Geschichte des letzten Herrn des Waldes. Und mir hat Fischermann schon etwas gesagt, denn letztes Jahr war er bei einer Weltwach-Folge von Erik Lorenz im Podcast. Und es gibt nämlich ein weiteres Buch von ihm, da geht es um den Schamanenlehrling des letzten Jaguar-Volkes. Und da hatte mir der Name schon was gesagt und ich fand auch schon das andere Buch tatsächlich ganz interessant, war aber dann total happy, dass ich dieses gewonnen habe. Ja, wir erfahren hier eben die Geschichte des Jungkriegers Madarjewu, der eben der letzte Herr im Walde, des Waldes ist, des Amazonenwaldes und der eben von Thomas Fischermann begleitet wird. Und der Lebensraum ist eben geschrumpft und die Probleme zeigen sich sowohl in der Natur als bei den Menschen als auch bei den Tieren und wir begleiten eben beide und auch den Häuptling und den Heiler dieses Volkes und auch den Stammesältesten und erfahren hier sehr viel über Gewohnheiten, Traditionen, wie das Leben eben auch ist, so als indigener Stamm und was für Herausforderungen sowohl Mensch als Tier als auch Umwelt hat. Ich fand es eine sehr gelungene, authentische Geschichte über das Leben im Amazonas. Es gab sehr interessante Einblicke. Ich mochte den Schreibstil in der Ich-Form. Also, dass Thomas Fischermann hier ganz bewusst den Krieger in den Vordergrund gestellt hat und ihn erzählen hat lassen und das dann niedergeschrieben hat. So kommt eben der junge Krieger sehr, sehr gut zu Wort. Und ich fand es schön, dass sich der Autor so ein bisschen zurücknimmt. Der zwar natürlich schon die richtigen Fragen stellt, das Richtige mitnimmt, aufnimmt, beschreibt, aber eben immer die Worte des Kriegers wirken lässt. Man merkt auch, dass Fischermann schon öfter vor Ort war, dass er auch mit diesen Urvölkern auch schon im Kontakt war, dass er auch mit den Traditionen der Völker gut zurechtkommt und das hier eben auch unter Beweis stellt, dass er sehr feinfühlig ist und wirklich gut recherchiert und das eben auch in die Gespräche dann auch mitnimmt. Ich finde, dass er es gut geschafft hat, besondere Momente einzufangen und auch einfach den Krieger so den Vortritt zu lassen, seine Welt uns zeigt und der eben auch ganz gut weiß,
wie der nächste Schritt ist, wie das Ziel ist, wie er mit der Natur, den Tieren verschmelzen kann, wie er eben auch hier eintauchen kann und wie er eben auch das sozusagen uns näher bringt. Ich finde es immer schwierig, das Leben von echten Menschen in Sachbüchern zu beurteilen, denn das Leben ist eben, wie es ist. Ich mochte aber die Art des Lebens sehr gerne. Ich fand es sehr faszinierend, wie so Urvölker eben einfach eins mit der Natur sind. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend, wie hart es doch auch sein muss, als Mensch den Kampf gegen die Natur, gegen die Umwelteinflüsse anderer Völker hinzunehmen und wie man eben auch einfach trotzdem so mit dem Flow geht. Das fand ich total inspirierend. Ich habe an vielen Stellen es nachvollziehen können, wie es ist, eben ist, mit der Natur eins zu sein, also Empfindungen, wie es eben ist, wenn man im Wald unterwegs ist, wenn man, also das kann ich ja hier im ganz Kleinen tatsächlich auch, und ich habe das sehr gefühlt, ich habe das sehr verstanden. Ich hatte so meine 2, 3 Probleme mit Jagdszenen, und nein, ich möchte nicht, dass ein Naturvolk vegan wird oder gar vegetarisch, nein, das ist überhaupt nicht meine Erwartungshaltung, denn ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt der Jagd, des Erschießens, hatten es diese Tiere um so viel Längen besser, und auch der Tod kommt hier viel schneller und besser, als es bei uns in unserer Zeit, in unserer Region, in unserer Zivilisation ist. Aber das sind natürlich schon so Szenen, die mir so ein bisschen wehgetan haben. Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass ein Urvolk da so denkt wie ich. Das ist überhaupt nicht meine Erwartungshaltung. Ich glaube, das sind die kleinsten Probleme in unserem Umwelt- und Klima- und großen Debatten, die wir hier führen. Aber mir persönlich war es so ein bisschen manchmal zu blutig. Dennoch mochte ich einfach so diese ganze Welt, dieses Denken, dieses Handeln, dieses Fühlen, dieses Einssein mit der Natur. Und nicht, dass das ein Leben für mich wäre, aber ich fand es einfach schön, so mitzugehen und den Krieger zu folgen und zu wissen, dass er genau weiß, was er tut, wann, was, wie passiert und wie er das auch so mitlebt. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen und das hat Thomas Fischermann richtig gut rübergebracht. Also wirklich, wer sowas gerne liest, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Vielleicht auch der Podcast von Weltwach, wo es hier eine Folge eben auch mit Thomas Fischermann gibt. Schaut euch die gerne an. Ja, auf jeden Fall eine Geschichte, die mich schon so ein bisschen bereichert hat und die mir sehr gut getan hat, einfach sich so ein bisschen wieder mit der Erde zu verbinden und geerdet zu sein. Und ja, das fand ich tatsächlich, hat diese Geschichte sehr gut gemacht. Ich habe hier auch was markiert. Das fand ich sehr schön. Wenn du still wirst, kannst du alles wissen. Dann hat der Wald keine Geheimnisse vor dir. Aber ich glaube, du bist noch taub und blind. Du atmest laut, riechst stark. Der Boden zittert, wenn deine Füße ihn berühren. Lass uns weitergehen, vielleicht kannst du noch lernen. Lauf hinter mir und schau dir ab, wie man sich im Wald bewegt. Und das fand ich sehr schön. Also, dass wenn man still ist, dass man dann noch alles lernen und wissen kann. Das fand ich richtig gut. Und das ist was, was ich definitiv im Wald auch fühle. Und ja, das hat sich so durch das ganze Buch auch gezogen. Hat mir gut gefallen, bin ich sehr happy, dass ich es gewonnen und gelesen habe. Und vielleicht ja, landet das zweite Buch ja irgendwann auch mal bei mir und wird dann auch gelesen. Gehört habe ich die Good Habits Methode von Nicole Vignola. Ich fand das Buch bei BookBeat, fand es tatsächlich von der Thematik mal wieder super spannend. Es hat mich so ein bisschen an James Clear und die 1% Methode erinnert und ich dachte, es wird mal Zeit, um hier wieder ein paar neue Impulse aufzunehmen. Die Autorin ist Neurowissenschaftlerin und auch Trainerin für Gehirnleistung und hat sich darauf spezialisiert, die Erkenntnisse einem größeren Publikum verständlich zu machen, was ich super spannend finde. Sie gibt praktische Hilfsmittel und wissenschaftlich fundierte Methoden an die Hand, um eben unser tägliches Leben zu verbessern. Denn Good Habits sind eben gute Gewohnheiten. Das Hörbuch wurde gesprochen von Eva Gostjewiewicz, die ich sehr gelungen fand. Ich fand, ich habe ihren Namen schon mal gesehen, ich glaube in Bezug auf Bücher von Gabriela Engelmann, und ich fand die Stimme sehr angenehm und ich finde, sie hat das sehr sachlich und fachlich gut auch rübergebracht. Wir bekommen zu Beginn des Hörbuchs erklärt, wie Neuroplastizität funktioniert. Ja, und ich auch habe das erstmal gegoogelt.
habe es mir aber dann auch erklären lassen und eben wie unser Gehirn arbeitet und sich dann eben auch verändern lässt. Es sind sehr ausführliche Informationen, was im Gehirn vor sich geht, wie man feststellt, ob man gestresst ist oder unruhig ist und ja, wie man eben auch so Gewohnheitsschleifen dann verändern kann. Auch die Macht der Gedanken nimmt einen relativ großen Part in der Erklärung ein, wie hier über ja, Meditation, die Natur oder auch unsere Wahrnehmung über Glauben gesprochen wird und eben auch so das Thema hat, dass was man eben denkt, was man glaubt, wie man über sich spricht, dass das eben durchaus auch in das Tun hineinkommt und dass es sehr häufig selbsterfüllende Prophezeiungen gibt. Also wenn ich morgens aufstehe mit dem Gedanken, heute wird ein blöder Tag und mir das ständig sage, heute ist aber blöd und heute ist blöd und heute wird's blöd und heute noch eine blöde Aufgabe, dann ist der Tag am Ende eben auch einfach blöd. Und das fand ich tatsächlich sehr gut wissenschaftlich auch erklärt, wie das funktioniert. Denn das Gehirn möchte eben eigentlich immer recht haben. Und ja, ich glaube, da sieht sich so mancher von uns wieder. Auch wird über Trauer und Verlust gesprochen, auch wie das hier mit den Gehirntätigkeiten funktioniert. Und ich fand es tatsächlich auch auf Bezug zum Thema Trost und auch so ein bisschen auf die Neuprogrammierung super spannend, wie dieses Thema so ein bisschen in unserem Gehirn funktioniert. In Phase 2 wird uns dann tatsächlich auch so ein bisschen erklärt und beschrieben, wie wir Änderungen vornehmen können, wie vorgegangen werden kann. Es gibt zum Beispiel spannende Impulse, egal ob das so ein klassischer Frühjahrsputz ist, ob das heißt Smartphone weglegen, dass man Dinge auch mal visualisiert, auch was es mit den Wiederholungen zu tun hat, dieser neuen Gewohnheiten, wie man das eben integriert, wie man dafür Raum schafft, um das eben auch zu verändern und dass man eben auch mal über Grenzen gehen muss. Das hat die Autorin ebenfalls sehr bildlich beschrieben. Es wird natürlich auch Rückschläge geben, auch darauf geht die Autorin ein und wie wir hier dann eben auch mit den Gedanken und den Gefühlen umgehen, wie man das positiv fördert und stärkt und das fand ich tatsächlich auch sehr spannend. Es waren für mich sehr gute Ansätze, es waren interessante Tipps mit dabei, um gute Gewohnheiten in das Leben einzubauen. Ich mochte diesen wissenschaftlichen Anteil sehr gerne, der definitiv sehr dazu beigetragen hat, dass man vom Gehirn einfach besser versteht, wie funktioniert es, wie programmiere ich es um, wie nehme ich Änderungen vor und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gelungen. Es waren viele Begriffe, die gefallen sind, die aber auch wunderbar erklärt wurden und ich mochte diesen wissenschaftlichen Hintergrund davon einfach sehr, sehr gerne. Es gibt einige Übungen, die man in den Alltag mitnehmen kann, neue Impulse, die auch so mit Beispielen dann eben gefüttert wurden, hinterlegt wurden, was mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat. Und man redet hier oftmals so von 5 bis 10 Minuten am Tag, dass das eben schon hilft, um Gewohnheiten ja neu einzubauen, um Routinen sich neu aufzubauen und ich fand das tatsächlich spannend. Auch das Thema Sport und Schlaf fand ich ebenfalls sehr interessant gezeigt und auch wie Sport eben gehirnwissenschaftlich funktioniert, was es da auslöst. Auch das Thema Schlaf ist ja immer auch mal wieder ein etwas größeres Thema. Das fand ich tatsächlich auch super gemacht. Der Fokus liegt schon auch häufig auf den eigenen Gedanken, dass wir die eben selbst in den Griff bekommen sollen, unter Kontrolle halten sollen, weil eben Gedanken auch dazu führen, wie man sich fühlt, wie das Gehirn etwas wahrnimmt und was man dann auch tut. Mir persönlich waren es jetzt nicht ganz so viele neue Impulse, neue Gedanken. Ich fand auch, manches wurde dann doch recht häufig wiederholt, was ich gar nicht nötig gefunden hätte, weil ich lese dieses Buch oder ich höre es in meinem Fall und ich muss ja nicht auf Seite 20 nochmal was von Seite 5 wiederholt bekommen, ohne dass es in einem anderen Kontext irgendwie zusammensteht. Und ich habe da beim Hören immer mal gedacht, weil vieles doch sehr ähnlich war, ob ich irgendwie was verpasst habe, ob ich irgendwie im Kapitel verrutscht bin und fand es tatsächlich eher so ein bisschen anstrengend, da dann zu folgen, wo ich immer dachte, hatten wir das nicht gerade? Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich glaube, man hätte diese Wiederholungen nicht gebraucht, aber die Praxisbeispiele und das Wissenschaftliche fand ich tatsächlich gut gemacht. Wer da eben auf der Suche ist nach so ein bisschen einem Buch, was einen motiviert, eben ja neue, gute Gewohnheiten in sein Leben zu bringen, der ist hier bei dem Buch von Nicole Vignola auf jeden Fall richtig. Ein bisschen weniger Wiederholung und ein bisschen neuere, andere Impulse, dann wäre es bei mir wahrscheinlich auch ein Highlight geworden. Aber gut, ich habe natürlich schon einiges dazu gelesen, aber ich glaube, für jemanden, der vielleicht relativ neu einsteigt, noch nicht so viel gelesen hat, der wird da auf jeden Fall seinen Spaß mit haben, weil die Art des Erzählens tatsächlich auch ganz angenehm ist.
Das letzte Buch des Monats ist dann ein Manga. My Roommate is a Cat von Tsunami. Tsunami Minatsuki. Und die Grafik ist von Asfutatsuya. Also das ist tatsächlich was, woran ich noch arbeiten werde. Das nehme ich fürs nächste Jahr vor, dass das mit den Namen ein bisschen besser klappt. Ja, hier gibt es in dieser Manga-Reihe gibt es aktuell 10 Teile. Ich habe 3 noch auf dem Sub oder insgesamt 3 oder nein, ich glaube bis zu Band 3, also noch 2 auf dem Sub. Und ich dachte eben Ende des Monats, Manga geht noch und dann schwupps war es das 16. Buch und ich habe mich sehr gefreut und sehr auch an dem Abend es genossen, das Buch, den Manga zu lesen. Ja, wir lernen in dem Buch Subaru kennen, der ein erfolgreicher junger Schriftsteller ist. Allerdings liebt er die Einsamkeit und ist überhaupt kein Freund von zu vielen Menschen, von anderen Menschen, vom Rausgehen. Er lebt so ein richtiges Einsiedlerleben. Er hat seine Eltern sehr früh bei einem Unfall verloren und er treibt auch seine Lektoren alle so ein bisschen in den Wahnsinn, weil er so eine skurrile Art hat, eben auch mit Kritik umzugehen, mit ich teile meine Ideen, was man eben als Autor auch irgendwie tun muss. Er besucht seine Eltern auf dem Friedhof und trifft dann auf eine neue Katze, die ihm da auch so anspringt, entgegenkommt und ja, die Katze verfolgt ihn, sucht sich also sozusagen ihr neues Herrchen aus und sie ist dann eben auch der Anlass dafür, dass Subaru seine Isolation verlassen muss, denn er muss Futter kaufen gehen, er muss mal nach draußen gehen, er muss Dinge besorgen, er muss sich da kümmern und sich eben auch Fremden, egal ob es der Verkäuferin in der Tierhandlung oder seinem neuen Lektor ist, da auch ein bisschen öffnen. Gleichzeitig erleben wir die Geschichte aus der Sicht der Katze Haru, so heißt sie da nämlich, und sie erzählt uns dann eben auch so ihr Leben, wie sie im Grunde die Menschen wahrnimmt, und das sind eben so abwechselnde Szenen, Gedanken, ja, die uns hier eben dann auch gezeigt werden. Ich muss sagen, ich fand es eine wunderbare Geschichte. Ich habe beide Seiten sehr gefühlt, auch wenn ich jetzt kein in Einsamkeit lebender Mensch bin. Ich kann manchmal dieses Gefühl nachvollziehen, dass einem Menschen zu viel sind. Wie gesagt, ich wähle nicht die Isolation, aber ich konnte Subaru sehr gut verstehen. Und gleichzeitig habe ich in der Katze, in Haru, auch meine eigenen Katzen gesehen. Und ich glaube, dass meine Katzen genauso einen Blick auf die Welt haben. Ich fand den Fokus der Katzenperspektive großartig gewählt. Wie die Katze Menschliches wahrnimmt, wie sie eine Futtergabe wahrnimmt, wie sie das Dasitzen ihres Menschen wahrnimmt, wo sie ihre Probleme sieht, wo sie sich Dinge fragt. Und das fand ich großartig gemacht. Ich mochte die Geschichte rund um Subaru und Haru. Mir hat das wahnsinnigen Spaß gemacht, das zu lesen. Ich mochte es, wie wir bei Subaru beobachten können, wie er so aus seiner Isolation rauskommt, wie er über seinen Schatten springt, wie er da sich einfach öffnet, auch irgendwie merkt, okay, die Welt ist doch nicht so böse und gemein, wie er sich das gedacht hat. Und ich mochte auch einfach die Illustrationen. Also ich mag, wie hier der Zeichenstil ist. Ich finde das super schön gemacht. Ich bin einfach bei den Mangas jemand, der gerne Tiergeschichten liest. Und wenn man eben selbst Katzen hat, dann fühlt man das eben durchaus, wie das Leben mit der Katze ist, was sich verändert, wozu man gezwungen wird. Und ja, fand ich richtig cool. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was jetzt in 9 weiteren Bänden erzählt wird. Aber ich freue mich definitiv auf Band 2 und 3, die ich auf jeden Fall jetzt dann auch im November lesen werde. Mir hat der Manga großen, großen Spaß gemacht. Und ich mochte vor allem tatsächlich auch die Katzenperspektive, weil ich finde, die ja, wurde wirklich sehr gut eingefangen. Ja, also hier sehen wir dann auch hier zum Beispiel so ein bisschen noch andere Bilder, ein bisschen in einer anderen Farbe. Also richtig, richtig schön und ja, mir hat er super gut gefallen. Auch wieder ein Manga-Highlight, der mir große Freude gemacht hat und ja, mit dem ich ganz viel Spaß hatte. Und das waren sie nun, die letzten 8 Bücher des Oktobers. 16 Bücher waren es und ja, wie man sieht, ist doch einiges Tolles dabei gewesen. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, welches Buch bei euch ein Highlight war, ein Flop war, was euch gut unterhalten hat im Oktober. Vielleicht auch auf was ihr euch jetzt im November freut. Schreibt mir das super gerne in die Kommentare und schaut eben auch sehr gerne in die Infobox, wenn ihr da noch Infos zu den Büchern sucht. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.